es 12 Uhr schlägt am Sonntag, sorgt die Blasmusik für Schwung, meine Damen und Herren. Das Sonntagskonzert ist wieder auf Tournee, um Ihnen Musik und Lied und farbenprächtige Tracht aus den herrlichsten Gegenden ins Haus zu zaubern. Und so sage ich Ihnen da auf dem Festplatz und Ihnen, meine Damen und Herren, zu Hause am Bildschirm, grüß Gott und willkommen in Oberammergau. Das weltberühmte Passionsspieldorf, werden Sie sagen, das stimmt auch. Aber sehen Sie, Oberammergau ist auch ein bisschen mehr. Oberammergau ist zum Beispiel Musik. Und so hat uns der Musikverein des Dorfes unter der Leitung von Ernst Hoffmann hineinbegleitet in die heutige Sendung. Und jetzt kommt gleich ein Nachbar dran, der David Frischmann. Der wird mit einem etwas sonderbaren Instrument aufspielen, begleitet vom Trio Eizenberger Greiner. Und der Oberammergauer Dreigesang singt dann das Lied, unterstützt musikalisch vom Alvin und vom Toni, das Lied Du bist der frischer Bur und hast Schneid grad genug. So, jetzt bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als uns allen ein herzliches und vor allem ein schwungvolles Beieinandersein in Oberammergau zu wünschen. Danke. Der frischer Bur, du hast ja Schneid grad genug. Du darfst schon reingehen, du brauchst nicht draußen stehen. Du musst es hinter dir, la leise zu wie lorn. Wenn die mein Vater hört, der jagt dich heim. Du musst es hinter dir, la leise zu wie lorn. Wenn die mein Vater hört, der jagt dich heim. Du bist der frischer Bub, ich kann dich recht gut leihen. Wenn du mir ein Busserl gibst, na darfst bei mir da bleiben. Du darfst dich niedersitzen auf mein Federbett. An so einem frischen Baum versorg ich's nicht. Du darfst dich niedersitzen auf mein Federbett, an so einem frischen Baum versorg ich's nicht. Du rühei holi, rühei holi, ja. Du rühei holi, rühei, rühei holi, ja. Du rühei holi, Halleluja.
Wenn einer so schneidig aufspielt, noch dazu mit den Löffeln, dann muss er doch zumindest gut gegessen haben. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen nun den Bürgermeister von Oberammergau vorstellen, Herrn Clement Fendt. Herr Bürgermeister, ja, schaut's noch mal an. Er macht doch ein sehr glückliches Gesicht, nicht nur, weil ZDF jetzt da in Oberammergau ist. Es hat einen ganz anderen Grund noch. Stellen Sie sich vor, der Bürgermeister ist vor genau 3 Tagen zum 3. Mal Vater worden. Wir wünschen ihm alles Gute. Die herzlichsten Gratulationen für den Buben, der wird Leonhard heißen, habe ich gehört, und vor allem die besten Grüße an die Frau Gemahlin, die hat ja die Hauptarbeit dabei geleistet. Herr Bürgermeister, markantes Merkmal von Oberammergau ist zweifelsohne die Passion. Es geht zurück, das weiß ein jeder, auf das 17. Jahrhundert, da war das Pestgelübde, wenn Oberammergau verschont bleibt, dann wird alle 10 Jahre die Passion aufgeführt. 1634 die erste Aufführung, dann ist man übergegangen zu geraden Jahrzehnten. Wann war die letzte Aufführung? Die letzte Aufführung war 1984 aus Anlass des 350-jährigen Jubiläums. Und wann wird die nächste sein? Die nächste wird 1990 sein. Ja. Und wann kann man jetzt schon Karten bestellen, vormerken? Karten können es voraussichtlich ab 1988 erwerben. Die Gemeinde tritt dann über die Medien an die Öffentlichkeit. Ja, und jetzt etwas Besonderes. Nicht ein jeder darf bei den Passionsspielen mittun. Es ist richtig, in erster Linie die Einheimischen oder wenn jemand 20 Jahre in Oberammergau lebt und dann noch was, wenn er also eine Oberammergauerin geheiratet hat, dann darf er bereits nach 10 Jahren mitwirken. Und jetzt etwas ganz Besonderes. Weltberühmt sind die Massenszenen beim Passionsspiel. Wie viele Leute stehen denn da auf der Bühne? Circa 800 Personen wirken also bei der Empörung mit. Und wenn ich jetzt zurückschaue auf 1984, da gab es, ich glaube, so ungefähr 100 Aufführungen. Wie viele Menschen haben die Passion 1984 miterlebt? So, man kann davon ausgehen, dass es rund 500.000 Menschen waren. Und ich finde, die Passion, die wirkt auch ein bisschen nach, wenn man durchs Dorf geht, überall herrlich dekorierte Fassaden. Und diese Kunst nennt man ja, und das ist ja etwas Besonderes vom Werdenfelser Land, die Lüftelmalerei. Und die Lüftelmalerei blickt ebenfalls da auf eine große Tradition zurück. Es hat ja berühmte Familien gegeben. Das ist richtig. Die berühmteste Familie war die Familie Zwink. Und ein großer Maler aus dieser Familie war Franz Seraph Zwink, der zum Beispiel in Oberammergau viele Fresken und Häuser bemalt hat, unter anderem das berühmte Pilatushaus. Und über diesen Lüftelmaler gibt es ja jetzt eine sehr, sehr schöne Ausstellung. Ja, die bis zum 19. Oktober geöffnet ist und die ist ebenfalls im Pilatushaus aufgebaut. Drittes markantes Merkmal für Oberammergau natürlich die Schnitzereien. Wir haben da einige Exemplare auch hier auf dem Tisch stehen. Seit wann wird denn da in Oberammergau geschnitzt? Es ist nachweislich so, dass circa ab dem Jahr 1100 in Oberammergau geschnitzt wird, und überliefert ist es, dass die Chorherren, also die Klosterbrüder aus dem Kloster Rottenbuch, den Oberammergauern das Schnitzen beigebracht haben. Und da hat es ja schon früher einen berühmten Streit gegeben, da wollte man nämlich die Bildschnitzer als Handwerker einstufen, da haben sie protestiert, die Oberammergau, und die kurfürstliche Kammer hat ihnen recht gegeben, der Name Handwerker musste fallen gelassen werden, die Bildschnitzer seien, so hat es wörtlich geheißen, Bildhauer, Künstler. Und bei der Kunst ist es bis heute geblieben. Wie viele Menschen schnitzen hier in Oberammergau? Also es schnitzen ca. 150 Menschen bei einer Einwohnerzahl von 5.000. Und was eng damit zusammenhängt, das ist die Fassmalerei, wobei man nicht das Bemalen von Fässern versteht. Das stimmt, also nicht das Bemalen der Fässer ist gemeint, sondern das farbliche Anmalen von Holzfiguren. Sie sehen es hier am Beispiel. Dankeschön, Herr Bürgermeister. Wir bedanken uns vor allem für die herrliche Gastfreundschaft. Wir haben uns richtig wohlgefühlt in Oberammergau. Das eine muss ich auch noch sagen, Oberammergau liegt im Mittelpunkt einer ganz, ganz hervorragenden Kunst- und Kulturlandschaft. Denken Sie nur an Kloster Ettal. Denken Sie an die Königsschlösser. Und bei den Königsschlössern bleiben wir, denn der Musikverein Oberammergau und der Ernst Hoffmann spielt nun den Marsch. Und es ist natürlich der König-Ludwig-Marsch. Yeah.
über Oberammergau gibt es natürlich noch eine ganze Menge zu erzählen. Aber vielleicht darf ich noch eines hinzufügen. Ich stehe hier vor einem ganz besonderen Haus. Hier wurde einer der liebenswürdigsten und meistgelesenen bayerischen Dichter geboren, der Erfinder der berühmten Lausbubengeschichten, Ludwig Thoma. Hier ist er geboren am 21. Januar 1867. Und nun, meine Damen und Herren, wieder musikalische Gäste. Aus dem schönen alten Städtchen Bad Tölz kommt einer der besten und berühmtesten Knabenchöre der Bundesrepublik zu uns. Freuen wir uns also alle auf die wunderschönen Stimmen des Tölzer Knabenchors unter der Leitung von Ernst Leopold Schmidt. Nun, meine Damen und Herren, junge Talente 86, wie Sie alle wissen, suchte das ZDF in Zusammenarbeit mit der Fernsehzeitschrift TV Hören und Sehen 12 junge, ideale Interpreten für 12 Instrumente. Im Februar wurden bereits die 3 besten Interpreten für jedes Instrument ausgewählt und Sie entscheiden bei jeder Sendung, wer von den 3 Interpreten dann bei der Abschlussveranstaltung das jeweilige Instrument spielen wird. Vorerst darf ich Ihnen einmal die Sieger der vorangegangenen Sendungen vorstellen. Die Bilder werden jetzt ganz gleich eingeblendet, so dass Sie genau wissen, wer dran ist. Trompete Jean-Emmanuel Bausch, Zither Sabine Gößwein, Gitarre Gaston Gelos aus Germersheim, Posaune Martin Lange aus Löhne, Xylophon Ralf Scheiner aus Ottisheim, Tiroler Harfe Irmgard Gorzawski, Flöte Nicole Babette-Siesing und Schlagzeug Thomas Schäffer aus Flein. Und heute, meine Damen und Herren, kommt die Klarinette dran und das sind die 3 jungen Talente, die nun ihre Gunst spielen werden. Ich darf sie Ihnen ganz schnell vorstellen. Alexander Schwalb, dann haben wir Frank Bürger und Jörg Wittmann.
Und begleitet werden die drei jungen Talente von Hardy Wolf. Und nun kommen wir gleich zum ersten Interpreten, Buchstabe A, Alexander Schwalb. Alexander ist 15 Jahre alt, er kommt aus Wattenheim in der Pfalz und er hat mir verraten, sein großes Vorbild in Sachen Klarinette ist sein eigener Bruder. Alexander, was spielst du uns jetzt vor? Ich spiele ungarische Tänzen nach Originalmelodien, bearbeitet von Bernhard Kutsch. Also, Interpret mit dem Buchstaben A, Alexander Schwalb. Nun, meine Damen und Herren, junges Talent mit dem Buchstaben B, das ist Frank Bürger. Frank Bürger ist 16 Jahre alt, er kommt aus Roth-Riedburg in der Pfalz. Sein großes Vorbild, hat er mir gesagt, ist der eigene Klarinettenlehrer und er möchte wie die beiden anderen auch einmal Berufsmusiker werden. Und jetzt muss ich von 1,80 Meter hinaufschauen auf 1,94 Meter. Sagt uns einmal von dieser hohen Warte herab, was du uns jetzt vorspielen wirst. Ich spiele von Joseph-Edouard Barat eine französische Pièce. Also Interpret, Klarinette, Buchstabe B, meine Damen und Herren, Frank Bürger. Thank you.
Und jetzt, meine Damen und Herren, Interpret mit dem Buchstaben C, das ist Jörg Wittmann. Er kommt aus Unterhaching bei München. Er ist 13 Jahre alt und er spielt seit dem 7. Lebensjahr die Klarinette. Jetzt kann ich wieder auf gleicher Höhe plaudern. Die Mutti hat mir verraten, 1,53 Meter, trotzdem eines seiner Hobbys, das Essen. Der Jörg komponiert auch schon selber und eine Auftragskomposition wird beim großen Kinderkonzert der Münchner Philharmoniker demnächst aufgeführt. Jörg, dein Stück jetzt? Ich spiele den Karneval in Venedig. Also Interpret mit dem Buchstaben C, Jörg Wittmann. Schon großartig und bestaunenswert, was diese jungen Musiker schon leisten, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit und vor allem wie viel Liebe zur Musik dahinter stecken muss. So, nun haben Sie das große Sagen. Sie sollen uns mitteilen, wer von den Dreien bei der Abschlussveranstaltung im Oktober in Hannover die Klarinette spielen soll. Schreiben Sie bitte Ihre Entscheidung, Namen oder auch nur Buchstaben des Interpreten auf eine Postkarte. Schicken Sie aber die Postkarte bitte nicht an das ZDF, sondern an TV, Hören und Sehen, Redaktion Rhein-Main, Junge Talente 86, Postfach 1449, 6500 Mainz 1. Einsendeschluss ist der kommende Donnerstag, der 11. September. Und nun, meine Damen und Herren, Musik aus dem, wie jemand einmal geschrieben hat, aus dem königlich romantischen Ammertal. Thank you.
Sie haben, meine Damen und Herren, schon zu Beginn der Sendung einen ganz besonderen Festwagen gesehen. Das ist der Festwagen des St. Lukas-Vereins der Vereinigung der Oberammergauer Holzschnitzer. Dieser Verein ist genau 150 Jahre alt geworden und der Wagen wird immer dann mitgeführt, wenn es besondere Anlässe gibt. Das letzte Mal vor ungefähr 10 Tagen. Ich habe mich in dieser Zeit auch ein bisschen in Oberammergau umgeschaut und habe ein bisschen hineingehört in das, was die Leute so gerne da sagen. Und ich bin draufgekommen, dass man da auch in Oberammergau so gewisse Hackeleien zwischen Männern und Frauen findet. So sagen die Männer ganz gern, die Oberammergauer Frauen sind nur 4-mal im Jahr grantig und bös. Aber jedes Mal dauert es 3 Monate. Und umgekehrt sagen aber auch die Frauen, die Männer haben nur deshalb einen Kopf auf, damit sie ihr Stroh nicht unter den Arm tragen müssen. So, jetzt aber freuen wir uns auf ein Liedl von den Mädchen aus Oberammergau, die führen uns hinaus in den Wald. Aber eingespielt wird diese Runde vom Trio Eizenberger Greiner mit einem flotten Landler. Und der Guck und die Gücke
nicht vertrag. Und der Guck röst nach Salzburg, die Gückin verklag. Und der Guck röst nach Salzburg, die Gückin verklag. Diadla, berühjai, diadla, papa, diadla, berühjai, diadla, papa, diadla, berühjai, diadla, papa, diadla, berühjai. Wir haben Sie immer wieder gesehen, die herrliche Bergwelt von Oberammergau. Was Wunder, wenn jetzt der Tölzer Knabenchor noch einmal ein Lied anstimmt von dieser herrlichen Bergwelt. Und jetzt, meine Damen und Herren, wenn ich Ihnen sagen würde, jetzt kommt einer der bekanntesten und erfolgreichsten Zithervirtuosen des gesamten Alpenraumes, ein, man kann ruhig sagen, ein König auf seinem Instrument, dann werden Sie sagen, Moment, der kann doch nur den Rudi Knabel meinen. Genau, es ist Rudi Knabel. Und wenn die Finger des Rudi Knabel jetzt über die Saiten huschen, dann passt wohl ein alter Spruch, der einmal von der Zither gesagt wurde: Es liegt ein besonderer Zauber in der metallenen Stimme des Instrumentes, kaum auszudrücken mit Worten, nur fühlbar dem Herzen. Rudi Knabels Gruß an Oberammergau. La 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 la
Nach Abschied geklungen. Ein Dankeschön dem Tölzer Knabenchor unter der Leitung von Ernst Leopold Schmidt. Dankeschön allen, die heute gesungen und gespielt haben. Ein ganz herzliches Dankeschön möchte ich Ihnen allen sagen, hier auf dem Dorfplatz in Oberammergau. Sie waren ein herzliches Publikum. Dankeschön aber auch allen jenen, die so hinter dem Vorhang mitgearbeitet haben. Es waren sehr, sehr viele. Das kräftigste Dankeschön Ihnen, meine Damen und Herren, zu Hause. Und am nächsten Sonntag begrüßt Sie Uwe Friedrichsen aus Friedrichstadt in Schleswig-Holstein. Ich persönlich wünsche Ihnen nur noch eines, dass Sie bis zum nächsten Sonntag frohe Tage verbringen. Sie wissen ja, Frohsinn im Herzen verschafft dem Menschen ein langes Leben. Auf Wiedersehen. Thank you.
Gerade recht ist das Ländle, nicht so mager, nicht so fett, so lieb, so gemütlich, mit einem Wort halt nett. So hat der Pfrontner Jugendchor gesungen und genauso soll auch unser Stelldichein ausfallen, mit einem Wort halt nett. Willkommen, meine Damen und Herren, liebe Fernsehzuschauer. Willkommen in diesem Land der vielen Seen und der stillen Wälder. Willkommen in Pfronten im Ostallgäu. Und unser Gruß erreicht Sie. Ja, wenn Sie klatschen wollen, tun Sie es ruhig. Die Zuschauer zu Hause freuen sich drüber. Unser Gruß erreicht Sie von Höhe 1130, von der Alp. Es steht auch oben, Schloss an der Alp. Das heißt, wir sind hier zu Füßen der Ruine Falkenstein. Die liegt noch etwa ungefähr 140 Meter ober uns. Und das wissen Sie ja, das ist die höchstgelegene Burgruine Deutschlands. Aber darüber ein bisschen später. Vorerst laden wir Sie ein zu einem Spaziergang durch dieses reizende und geschichtsträchtige Pfronten. Musikalisch begleitet von der Trauchgauer Stubenmusik und von den Pfrontner Stubensängern. Thank you.
das, meine Damen und Herren, war die Stadtkapelle Markt Oberdorf. Und Sie haben auch gesehen, dass die Drachenflieger jetzt hoch über uns hinwegleiten. Und Dankeschön wollen wir hinaufschicken in den Himmel zu den Falken von Fronten. Es zeigt sich einmal mehr, auf den Schwingen der Musik lässt sich gut und schön gleiten. Nun aber, meine Damen und Herren, zu unserem Wettbewerb Junge Talente 86. Sie wissen, das ist der Wettbewerb, den das ZDF in Zusammenarbeit mit der Programmzeitschrift TV Hören und Sehen veranstaltet. Ich darf Ihnen zum ersten Mal den Sieger des vergangenen Sonntags bekannt geben. Im Fach Tuba, meine Damen und Herren, wird bei der Abschlussveranstaltung in Hannover am 5. Oktober spielen Stefan Krämer mit der Tuba. Also, so, und wenn Sie in Hannover mit dabei sein wollen, meine Damen und Herren, dann sollten Sie sich eilig einmal um Karten umschauen. Sie wissen, bei den bekannten Vorverkaufsstellen in Hannover. Nun zum heutigen Instrument. Dieses Instrument wird gerne und oft die Seele eines Sinfonieorchesters genannt, ein sehr, sehr schwieriges Instrument. Es ist das Horn. Und das sind nun die Interpreten, die um ihre Gunst spielen werden. Wir haben hier Philipp Stelz, Frank Bechtel und Stefan Fellhauer. So, wir beginnen gleich mit dem Interpreten mit dem Buchstaben A, also Philipp Stelz. Er ist 14 Jahre alt, kommt aus Osnabrück. Er wollte zuerst einmal Trompete lernen, aber da war kein Platz mehr im Konservatorium, hatte sich fürs Horn entschieden und jetzt ist er eigentlich froh. Es war, ich glaube, man könnte es so ausdrücken, Liebe auf dem zweiten Blick. So, was hören wir von dir jetzt, Philipp? Das Replicato von Ploha. So, meine Damen und Herren, begleitet von den Martin-Heer-Musikanten hören wir nun den Interpreten mit dem Buchstaben A, Philipp Stelz. Dem Philipp. Nun zum Interpreten mit dem Buchstaben B, meine Damen und Herren, das ist der Frank Bechtel. Er ist 13 Jahre alt, kommt aus Trier und er hat mir erzählt, er hat im Radio so oft so schöne Hornstücke gehört und da hat er einmal sich gesagt, wenn ein Instrument, dann nur das Horn und dabei ist es auch geblieben. Frank, was hören wir von dir? Variationen über ein Schweizer Volkslied von Franz Lachner. Und er wird begleitet von seinem Vater und den beiden Brüdern. Also, meine Damen und Herren, Interpret Buchstabe B, Frank Bechtel. Thank you.
Dankeschön, Frank. Und nun, meine Damen und Herren, zum Interpreten mit dem Buchstaben C. Das ist Stefan Fellhauer. Er kommt aus Östringen, Baden-Württemberg. Der Stefan ist 17 Jahre alt und sein großes Vorbild und sein Lehrer war der eigene Vater in Sachen Horn. Was hören wir jetzt von dir? Den Karneval von Venedig. Das ist jetzt ein bekanntes Stück, das ist schon einige Male ausgeführt worden in dieser Sendereihe, aber ich finde, es ist faszinierend. Übrigens, die jungen Talente können sich die Stücke selber aussuchen. Ich finde es faszinierend, wenn wir die gleiche Melodie einfach mit verschiedenen Instrumenten ausgeführt vernehmen können. Heute mit Horn, wiederum begleitet von den Martin-Heer-Musikanten, unser Interpret mit dem Buchstaben C, Stefan Fellhauer. Herzliches Danke auch unserem Stefan. Und nun, meine Damen und Herren, haben Sie das große Sagen. Bitte teilen Sie uns mit, wer Ihnen hier am besten gefallen hat. Schreiben Sie Buchstaben oder den Namen auf eine Postkarte. Schicken Sie aber bitte die Postkarte nicht an das ZDF, sondern an TV, Hören und Sehen, Redaktion Rhein-Main, Junge Talente 86,
Postfach 1449, 6500 Mainz 1. Einsendeschluss, der kommende Donnerstag, der 25. September. Dankeschön fürs Mittun. Und nun, meine Damen und Herren, wieder die Ostallgäuer. Die Thalhofer Tanzlmusik wird jetzt aufspielen und dabei die Volkstanzgruppe Ebenhofen begleiten. Aber davor schicken die Schwangauer Mädle von der Ruine Falkenstein herunter einen herzlichen Gruß ins herrliche Pfrontner Tal mit dem Lied Wander durch, gehst durchs Tal, Buh, dann jauchzt's noch einmal. Wann du durchgehst durchs Tal, ich Buh, jauchzt noch einmal, dass sie die noch wohl her, vielleicht noch gar nichts mehr. Hollerei, du, Lirei, du, Lirei, du, Lio. Hollerei, du, Lirei, du, Lio. Wann die Wispel und schreit und du hörst mich gleich, so muss sie verstehen, dass sie weiter soll gehen. Hollerei, du, Lirei, du, Lirei, du, Lio. Hollerei, du, Lirei, du, Lio. Und ich hör nix mehr wispeln, ich hör nix mehr schreien, der Bub wird schon längst über'm Berg drunten sein. Hollerei, du, Lirei, du, Lirei, du, Lio. Hollerei, du, Lirei, du, Lio. Thank you.
Ja, und das Tanzen, meine Damen und Herren, das wissen Sie ganz genau, das stand sehr oft im kritischen Blickfeld der kirchlichen und der weltlichen Obrigkeit. Es gab ja sogar Tanzverbote. Man war halt so der Meinung, der Tanzboden ist halt ein bisschen gefährlich für die Jugend, so nach dem Motto, beim Tanz geigt der Teufel gern auf. Oder man sagt ja auch, im Herbst und beim Tanzen fallen die meisten Blätter. Aber trotzdem, wir bleiben noch ein bisschen beim Tanzen, denn die Pfrontner Stubenmusik spielt uns jetzt einen flotten, lebhaften Tanz vor, einen Schottisch. Jetzt, meine Damen und Herren, noch einmal die Thalhofer Tanzelmusik und die Volkstanzgruppe Ebenhofen mit der Speckknödel-Polka. Aber davor wollen es die Thalhofer Sänger einmal ganz genau wissen, wie das ist mit dem Küssen. Und sie fragen sich, wie ist das mit dem Küssen, wenn man ein Mädchen küsst, wenn man eine junge Frau küsst und wenn man eine küsst, die, naja, sagen wir, nicht mehr ganz 17 Jahre alt ist. Sie haben ja gesagt, es ist eine sehr heikle, aber wunderbare Sachen, das mit dem Küssen. Und in Ostallgäu sagt man ja, ein Kuss ist nicht so laut wie ein Kanonenschuss, aber das Echo dauert länger an. Wie wär's denn, wenn man wisse nicht, wie ein junges Mädel küsse nicht. Wie ein junges Mädel küsse det. S mir sei wir, wenn man kurzer Schlecker det. Mit beiner kurzer Schachtel den Nauker det. Mit beiner kurzer Schachtel den Nauker det. Wie wär's denn, wenn man wisse det. Wie ein junges Fraule, küsse det. Wie ein junges Fraule, küsse det. S mir sei wir, wenn man Blome Brocke det. Mit beiden Blome streichel den Nauke det. Mit beiden Blome streichel den Nauke det. Wie wär's denn, wenn man wisse det, wie ein altes Weible küsse det, wie ein altes Weible küsse det. S mir sei mir, wenn man saure Gurke esse det,
mit bei einer Gurkhafer den Naukadet, mit bei einer Gurkhafer den Naukadet. Altbornbläser. Und ich glaube, da muss schon einmal unterstrichen werden, dass dieses Instrument hier in diesem Land bodenständig ist. Funde und Quellen haben das ganz eindeutig erwiesen, dass die Hirten es als Ruf- und Signalinstrument verwendet haben. So, und jetzt schauen wir uns wieder in der Umgebung ein bisschen um und wir werden dabei begleitet vom Neuschwansteiner Marsch, gespielt von der Stadtkapelle Markt Oberdorf, und von einem Naturjodler, einem alemannischen, versteht sich, vorgetragen von den Weißenseer Sängern. Oh.
Übrigens, meine Damen und Herren, König Ludwig II. Wollte aus der Falkenstein-Ruine ebenfalls einmal eine Prunkburg draus machen. Und da war alles schon vorbereitet. Er ließ eine Straße anlegen, Wasserleitung legen und auch das Pumpwerk war vollendet. Die Pläne lagen in allen Details vor für dieses Prunkschloss. Es fehlte eigentlich nur eines und das war das Geld. Aber kehren nun wieder zu Boden der Realität zurück, meine Damen und Herren. Der Jugendchor Ostallgäu wird nun für uns aufsingen. Und in diesem Lied heißt es unter anderem, täten die Schwabenmädel die Fenster gut zu, dann geben auch die Buben Aru. Ich habe so den Eindruck gewonnen, weder wollen die einen die Fenster zutun, noch wollen die anderen Aru geben. Es war halt immer schon so, es wird wohl immer so bleiben. Hoffentlich. Das war der Jugendchor Ostallgäu. Meine Damen und Herren, mit dem Marsch des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, interpretiert von der Harmonie Nesselwang, geht unser Stelldichein hier in Pfronten im Ostallgäu zu Ende. Am nächsten Sonntag erreichen Sie Lied und Musik von einem fahrenden Rheindampfer aus. Karten dazu, meine Damen und Herren, ja nicht vergessen, bei der Köln-Düsseldorfer in Bingen und Mainz. Es heißt ja immer, du kannst noch so schön singen und spielen und reden. Wenn es nicht vom Herzen kommt, dann wird es nie die Herzen der Zuhörer erreichen. Ich kann nur das eine sagen, es kam von Herzen und so wird es wohl auch ihre Herzen erreicht haben. Auf Wiedersehen.